zu Microsoft Flug Simulator 2020. Abonniert, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Ich freue mich auch über ein Like. Machen wir weiter. Ja, ist ein bisschen gerade laut. So, Parkbremse. Das ist die zweite Vision, die testen wir gerade. So, voller Schub. Das Flugzeug ist noch ein bisschen verbuggt. Das könnte sein, wenn ich auf Nullgas gebe, dass es dann Vollgas gibt. Da muss man die Triebwerke wieder ausstellen. Starten wir mal. Draußen so laut und innen so laut. Ist komisch. Ist noch nicht so wirklich angepasst. Ah, sieht fast so gleich aus. Ist nur eine Systemtiefe ein bisschen mehr drin. Und es gibt jetzt auch noch 3D-Cockpit, dass man ja auch, zeige ich dann gleich, wenn wir gestartet sind. So, Fahrwerk muss man einfahren. Und man voller Last. Eigentlich macht man es nicht. Geh mal lieber raus. So, Autopilot an. Welche Richtung? Richtung. Komm. Das hier, der Autopilot, da funktioniert auch nicht so richtig. Ich will gerne Autopilot aus. Gut, da sehen wir es. Nee. Doch, funktioniert. Ich kann noch Gas wegnehmen und beschleunigen. So, Flaps ein. Kann ein bisschen schneller sein. Hat auch Live-Wetter an. Yep. Live-Wetter ist an. So. Ja. Ist auf 90% Triebwerke, 91. Kann ich mal kurz zeigen, wie komme ich raus, außer wenn man die 4 GB runterlädt. Dann gibt es die Textur noch ein bisschen schärfer, aber ansonsten. Das Tablet ist hier neu. Ist so ein bisschen ähnlich wie der Airbus 300. Ja, der hat auch sehr viele Probleme. Warum fallen jetzt die Triebwerke aus? So, können wir mal Stahl. Da hinten ist die verbesserte Szenerie, da sieht man das. Die sehen auch echt aus. So. Es gibt noch den alten und den neuen. Der neue hat ein paar Lackierungen mehr und. Und dieses Paket, da kriegt auch noch ein paar Lackierungen. Machen wir mal Scheinwerfer aus. Können wir uns mal die besonderen Gebäude angucken. So. Da landet man noch. Die Triebwerke sind sehr leise zu den anderen. Fällt auf. Das ist ein bisschen lauter als ein Cockpit, wenn man startet. Und wenn man landet und den Gas auf 0 hat, dann beschleunigt er auf 98% bei beiden Triebwerken. Und wenn man. Und dann ist es hier auf 0, denn. Wenn man hilft, nur Triebwerke abstellen. Das ist noch so ein Fehler. Und so richtig. Sieht so ein bisschen aus wie Autopilot hier. Die anderen Flugzeuge beschleunigen irgendwie besser. Sieht auch ein bisschen komisch aus. Mal gucken. Aber ist nicht so verbuggt wie der Airbus 320. Auch mal Tiefflug. So, dann machen wir einmal Spoiler aus. Jetzt. Ja, und das Flugzeug nimmt 4 Performance. Da muss die Grafik ZX ein bisschen runterdrehen. Bei großen Städten und das riesen Flugzeug und nicht die Kabine hinten hier dazu. Ja, da muss man schon alles runterdrehen. Ja, wir sind viel zu schnell. Gleich sind wir bei der Höchstgeschwindigkeit. Irgendwie kann er ein bisschen schneller fliegen. Das ist der verbesserte Neo. Es gibt noch andere Visionen von Neo, die noch weiter fliegen können. So. Kannst du mal die Statuen angucken. Er hat noch ein bisschen Probleme mit Nachladen. Ja. Ja, hinten sieht man das. Ja.
jetzt nicht aufpassen, irgendwo gegen, das auch aktiviert, wenn man gegen fliegt. Wir müssen aufpassen. Ja, kein Kampfflugzeug. Vor ein paar Folgen sind mir auch ein Flugzeugträger gelandet. So, Vollschub. Ja. Sieht schon sehr echt aus. Schade, dass es nicht für die ganze Welt ist, aber wäre bestimmt. Was hat er denn wieder? Ist schon ein bisschen zu viel Leistung. So, dann wollen wir mal landen. Hier sieht man, hier sind die schickeren Gebäude, aber da braucht man auch eine gute Internetleitung. Und hier, ja, besten wäre für die ganze Welt sowas, aber es wäre bestimmt zu viel Speicher nehmen. Aber für bekannten Städte und so kann man schon die ganze Stadt abdecken. So. Licht ist aus. Irgendwo ist noch Licht an. So, wo ist der Flughafen? Kannst du mal Flughafen anzeigen. Da hinten ist er. Ist ja viel zu schnell. Aber der beschleunigt ein bisschen langsamer. Der andere, der war viel schneller. Da ist man schon nach dem Start irgendwie auf 400 Knoten gekommen. Ja, aber ab 500 Knoten ist vorbei. Der andere ist ein bisschen schneller. So, da ist der Flughafen. Flaps. Ja, jetzt ist der Alarm. Beim Testen, mein Flugzeug war da nicht aufgetreten. So. Jetzt Flaps. Oh, Spoilers. Komm, warum hakt das jetzt? So, dann müssen wir mal kurz wieder durchstarten. Ja, ich habe schon gesehen. Ach, wir müssen noch komplett neu anfliegen. Fliege ich an? Fliegen wir hier an. So, einmal Landeserlaubnis. Muss man nachfragen. So. Man kann auch stellen, dass der Co-Pilot anmacht, aber der redet die ganze Zeit mit dem Tower. Ist nie auf den auf. Jetzt ruckelt es. Da muss die Grafik ein bisschen runterdrehen auf Mitte. Manche sind auch ein bisschen hoch oder ultra gestellt. Das sieht schon ganz gut aus. Komm, Flaps rein. Vielleicht sollte die Landebahn 1 da sein, jetzt sieht man die. Gut. Sieht ein bisschen anders aus. Es gibt noch andere Lackierung. Da können wir Sound hören. Da muss ich ein bisschen umgucken. Da sind ein paar mehr Schalter. Die sind jetzt alle da. Vorher waren die nicht da. Zum Löschen des Triebwerks. So, jetzt Flaps raus, damit die Luftklappen sind es, dass man auch besser landen kann. Autos aus. Autobeschleunigung. Flaps 3. So. Nicht beschleunigen. Funktioniert noch. Darum brauchen wir auch ein bisschen Höhe. Wenn die Triebwerk wieder ein Fehler ist, wo dieser Bug auftritt, dann beschleunigt er und hört nicht auf. Da muss man ein bisschen aufpassen und brauchen ein bisschen Höhe. Da müssen wir die Triebwerke dann auch sofort runterfahren und wieder sofort neu starten. Und die Hilfstriebwerk anmachen, dass wir Strom haben. So. Und jetzt. 2000 Fuß. Das müssen doll sinken. Wo ist er nochmal? Flughafen? Wo ist er? Ja, die Markierung kann man auch wegnehmen. Das stört auch.
Diese Tipps stören auch. Ja, ab dem roten Bereich ist Strömung, Abriss. Ich finde, die nerven immer. So Tipps geben die nicht so gut. So, Fahrwerk raus. Schon ganz viel vergessen. So, Flaps rein. Nimmt er gar nicht mehr. Doch, nimmt er die. Ja, wir können das auch schaffen. Wenn ich die Folge so lange überziehe. Dann kann er kurz mal. Wir ziehen ja nach oben. Und dann müssen wir einen riesen Steigflug haben. Es geht die Folge noch irgendwie 30 Minuten und ist ja kurze angucken. Jetzt halten wir uns nicht mal an die Regeln. So, mach Start ein bisschen. Ganz Tipps. So, da können wir jetzt landen. Jetzt ein bisschen tiefer runtergehen. Zeigen die an. Nicht perfekt. Nee, wir sind zu hoch. Deutlich zu hoch. Das meinte ich, diese Tipps. Die blenden erstmal die Landebahn weg. Da weiß man gar nicht, wo man landet. So. So muss man ein bisschen tiefer. Ja, das sind ein bisschen zu toll. Riesen war, die Warnung ist nicht da. Jetzt. Das meinte ich. Manche Warnung, die blinken nur und es kann jetzt. Ja, wir sinken ein bisschen zu doll. Ja, sonst geht die Folge viel zu lang. Ja. Eigentlich hätten wir durchstarten sollen, aber es ist noch genug Platz. Überziehen wir ein bisschen. Ja, 5. Komm. Runter, 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 runter. Runter, runter. Jetzt. So, da können wir mal umgucken. Umkehrschub anmachen, hören wir mal. Sieht noch gleich aus. Ah, wir können auch die Bremse einsetzen. So, halt mal an, dann kann ich mal kurz das Flugzeug zeigen. Wir fahren nicht zum Gate hin. Jetzt ist es so laut im Cockpit. So, mach mal die Triebwerke aus. So, Triebwerke aus. Triebwerke aus. So. So. Gut, jetzt hat er sich von alleine ausgeschaltet. Starten. Starte. Komm. Das meinte ich jetzt starten. Das gibt noch ein bisschen Probleme. Ja. So sieht er aus. Ja, kann man auch in eine Kabine rumlaufen. Aber ich weiß nicht, ob das für seine 4 GB dann auch schon ein bisschen Speicher. Und auch sehr viel Performance. Und diese Flugzeuge, die ein bisschen verbessert sind, verbrauchen noch ein bisschen mehr Performance. Und alles auf Ultra und in eine Riesenstadt. Ja, dann stürzt das Spiel schon öfters ab. Ja, dieses Ding, das stürzt auch schon öfters ab. Dann war es diese Folge Microsoft Flugsimulator 2020, den neuen Airbus 320 Neo Viante 2. Bis zu den nächsten Folgen.